Hallo Rollenspiel- und Zwergenfreunde, willkommen zu meinem neuesten Projekt. Ja, wie man unschwer erkennen kann, habe ich mir jetzt vorgenommen, Dark Souls zu Let's Playen, und zwar die Prepare to Die Edition. Ja, was ich mir wohl dabei gedacht habe, ich weiß es nicht, weil das Spiel an sich ist schon ziemlich schwer und jetzt auch noch ein Let's Play dabei zu machen, gleichzeitig zu spielen und zu kommentieren, das könnte lustig werden. Vorab sei gesagt, ich kenne Dark Souls schon ziemlich gut. Ich habe das schon mehrere Male durchgespielt. Also spoilern könnt ihr mich in dem Spiel nicht. Aber erwartet auch nicht, dass ich hier versuche, ein Blind Let's Play draus zu machen. Weil blind ist es definitiv absolut nicht mehr. Dafür wird das eher so eine Art geschichtliches Let's Play, sag ich mal. Weil die Dark Souls Story ist ziemlich verwoben. Also, wenn man nur einfach stupide durchspielt, dann kriegt man von der Story nicht viel mit. Das meiste steckt in den Gegenständen und in den Charakteren. Deswegen werde ich da auch viel drauf eingehen, versuchen viel drauf einzugehen, euch meine Theorien zu sagen und Sachen zu erklären, so wie sie eigentlich sind. Für diejenigen, die Dark Souls noch nie gespielt haben oder vielleicht einmal gespielt haben und mit der Story absolut nicht klarkommen. Also, dann legen wir mal mit einem neuen Spiel los. Okay, erstmal den Charakternamen, wie immer. Das ist unser Breno hier, also ich. Geschlecht männlich. Klasse nehme ich den Ritter, weil auf der einen Seite hat der Ritter eine ziemlich gute Startausrüstung. Auf der anderen Seite ist er auch ein kleines bisschen mehr Herausforderung, weil er halt eine schwere Rüstung trägt und dadurch träge ist. Also wenn man über 50% Belastung hat, wird man langsamer. Was ziemlich schlecht in manchen Situationen ziemlich heftig sein kann. Gabe nehmen wir den Generalschlüssel, damit wir durch bestimmte Tore sofort durch können, ohne den passenden Schlüssel zu finden. Das ist ziemlich oft nützlich. Ich erkläre aber noch mal kurz die anderen Sachen, die man auswählen kann. Also keine Gabe ist eigentlich absolut nichts. Man kriegt kein Startgeschenk. Göttlicher Segen ist ein Trank, den man einmal nehmen kann, der einen vollständig heilt und Gift und so weiter wegmacht. Schwarze Feuerbomben sind stärkere Feuerbomben, also die wirft man auf den Gegner und er verbrennt. Menschlicher Rest ist Menschlichkeit, was das ist, werde ich im Spiel erklären. Fernglas erklärt sich ja eigentlich von selbst, das ist ein Ding, um näher ranzugucken. Das Amulett ist, wie es da schon steht, ohne Wirkung, aber es ist ohne Wirkung, es hat keinen Sinn. Also die Entwickler haben entweder keinen Sinn einbauen wollen oder sie haben es nicht mehr geschafft oder ihn rausgenommen, den Sinn. Der Windswesenring, der gibt mehr Trefferpunkte. 10% glaube ich, also rentiert sich nicht so wirklich. Und der alte Hexenring, der verstärkt Pyromantie, das ist mir neu. Der hat eine andere besondere Fähigkeit, aber den können wir auch später im Spiel bekommen. Also das zeige ich euch. Ich zeige euch keinen Ideal-Run, aber ich zeige euch so die meisten Sachen. Und auch in einer Reihenfolge, in der sie am meisten Sinn machen. Deswegen nehmen wir jetzt erstmal den Generalschlüssel, dass das auch möglich ist. Figur bleiben wir bei normal. Ich kann ja mal kurz die anderen Figuren kurz zeigen. Dünn wollen wir nicht sein, gespenstisch erst recht nicht. Zu kräftig auch nicht, dick auch nicht. Kräftiger Rumpf, kräftige Beine. Kopflastig und kleinköpfig. Nein, wir bleiben einfach bei normal. Gesicht sind wir aus Astora. Ein kultivierter Bürger. Naja, für mich kommen aus Astora die besten Ritter. Deswegen, weil wir gerade Ritter sind, passt das ziemlich gut. Frisur. Nein, Geheimratseck nicht. Kurz, zurückgekämmt. Pferdeschwanz. Wild. Mittelscheitel. Mittellang. Lockig. Page steht auf jeden Fall nicht. Nehmen wir einfach kurz. Haar und Isis. Dunkelbraun. Und dann haben wir schon so ein Breno hier. So, annehmen, bestätigen und dann geht's jetzt ab ins Intro. Viel Spaß dabei. In the age of ancients, the world was unformed, shrouded by fog. A land of grey crags, arch trees and everlasting dragons. But then there was fire,
And with fire came disparity. Heat and cold, life and death, and of course, light and dark. Then from the dark they came and found the souls of lords within the flame. Nito, the first of the dead. The Witch of Izalith and her Daughters of Chaos. Gwyn, the Lord of Sunlight, and his faithful knights. And the furtive pygmy, so easily forgotten. With the strength of lords, they challenged the dragons. Gwyn's mighty gods ruled apart western skins. The witches weaved great firestorms. Nito unleashed a miasma of death and disease. And Seath, the scales, betrayed his own, and the dragons were no more. Soon the flames will fade, and only dark will remain. Even now, there are only embers, and man sees not light, but only endless nights. And amongst the living are seen carriers of the accursed dark side. Yes, indeed. The dark sign brands the undead. And in this land, the undead are corralled and led to the north. Where they are locked away to await the end of the world. This is your fate. So, und damit wären wir schon mal mitten im Spiel. Ja,
erstmal eine kurze Erklärung, was wir überhaupt sind. Man sieht schon mal, wir sind kein Mensch mehr. Wir sind ein Untoter, aber nicht das, was man sich unter den anderen Untoten, also unter Zombies, vorstellen kann, wie man sie in den meisten Fantasy-Spielen oder Filmen kennt, sondern wir sind ein verfluchter Untoter. Kann ich mal kurz zeigen, und zwar, wenn ich ins Inventar gehe, haben wir hier das Finsterzeichen in unserem Inventar. Das Finsterzeichen kennzeichnet verfluchte Untote, jede welche damit versehen wurden, werden nach dem Tod wiedergeboren und werden eines Tages ihren Verstand verlieren und zur Hülle werden. Tod aktiviert das Finsterzeichen, dessen Träger es zum Leuchtfeuer seiner letzten Rast zurückbringt. Alle Seele und Menschlichkeit geht dabei verloren. Okay, also das ist ein Gegenstand, den wir normal benutzen könnten, machen wir aber nicht, weil dadurch geht uns viel zu viel Zeug verloren. Also, wie gesagt, wir sind ein Untoter, ein Verfluchter. Und als solcher gibt es drei verschiedene Zustände, in denen wir sind. Im Augenblick sind wir im ausgehöhlten Zustand. Das sieht man ja, wir sind schon ziemlich eingefallen und so, haben nicht mal Augen. Dann gibt es den menschlichen Zustand. Für den brauchen wir Menschlichkeit, um ihn zurückzuerlangen. Und den Hüllenzustand, das letzte. Und zwar, wir selber könnten theoretisch zur Hülle werden, aber als Spieler, da wir hinterm Rechner nicht wahnsinnig werden, hinterm Computer, kann auch unser Charakter nicht so verrückt werden. Deswegen bleiben wir wahrscheinlich entweder im ausgehöhlten Zustand oder im menschlichen Zustand, je nachdem wie viel Glück wir beim Sterben haben. Und sterben werden wir wahrscheinlich oft. Aber erstmal plündern wir die Leiche hier, die der andere Ritter uns durchs Oberlicht reingeworfen hat. Denn da ist der Kerkerzellenschlüssel drin, mit dem wir diese Tür öffnen können. Und man hört und merkt es schon, wir sind ziemlich träge beim Laufen. Das hier sind Texte fürs Tutorial. Also wenn wir da hingehen und A drücken, sieht man, welche Tasten wir benutzen müssen für den Angriff zum Beispiel. Wobei das auf mich nicht zutrifft, weil ich mit Maus und Tastatur spiele. Ja, für diejenigen, die es nicht glauben wollen, es ist möglich, Dark Souls mit Maus und Tastatur zu spielen. So, und hier haben wir auch schon unseren ersten sogenannten Gegner, eine Hülle. Also normalerweise würden wir auch irgendwann diesen Zustand erreichen, wenn wir denn wahnsinnig werden würden. Aber da wir als Spieler nicht wahnsinnig werden, hoffentlich, können wir auch nicht so enden. Und diese Hülle können wir eben hauen. Und kriegen ihre Seelen, die sie bei sich hatte. Die sieht man hier unten rechts, wurden uns jetzt gut geschrieben. Und wenn wir hier durchgucken, haben wir hier ein dickes Monster, dem wir besser noch nicht über den Weg laufen wollen. So, wir können Gegner natürlich nicht nur mit einem normalen Schlag angreifen, sondern auch mit einem schweren Schlag. Der macht dann etwas mehr Schaden, kostet uns aber auch mehr Ausdauer, wie man oben links sieht, der grüne Balken unter dem roten, der unsere Lebensanzeige ist. Die Zahl daneben beschreibt unsere Menschlichkeit. Also im Augenblick haben wir 0. Das heißt, wir können kein Mensch werden. Ja, und hier ist noch der Tutorial-Tipp für die Zielfixierung. Wir können einfach einen Gegner anvisieren. Da kommt der weiße Kreis. Dann bewegt sich die Kamera halt mit dem Gegner mit. Ist in manchen Fällen oder in den meisten Fällen eigentlich praktisch, aber nicht in allen Fällen. Jetzt zum Beispiel bei den Hüllen, die sich nicht wehren, ist das eine praktische Sache bei bestimmten Gegnern, vor allem bei Bossen, wo wir gleich den ersten kennenlernen werden, ist das nicht so immer von Vorteil. So, hier haben wir das erste Lagerfeuer. An Lagerfeuern können sich Untote rasten und sich dabei heilen. Weil sobald sich ein Untoter ans Lagerfeuer begibt, hat man schon gesehen, wir haben rot geleuchtet und sogenanntes Estus ins aufgenommen. Was genau Estus ist, weiß ich selber, habe ich selber noch nie herausgefunden. Ich mutmaße damit einfach mal, dass es die Wärme des Feuers ist, die eine besondere Wirkung auf die Untoten hat. So, als nächstes müssen wir hier durch das Tor durch. Sesam, öffne dich. Und wenn wir hier hochgucken, sehen wir da schon ein dickes Etwas, was sich gleich auf uns herabstürzen will, aber das lassen wir nicht zu. Da geht nämlich schon das Tor auf und wir hauen ab. Den lassen wir schön da drin stehen mit unserem abgebrochenen Schwert. Wir gehen einfach zum nächsten Leuchtfeuer hier. So.
rasten kurz, damit wir hier sozusagen eingeloggt werden. Also wenn wir sterben, hier auch wieder zurückkommen. So, jetzt kommt hier eine neue Hülle. Dieses Mal auch eine, die sich wehrt, die jetzt nämlich mit dem Bogen beschießt. Aber zum Glück finden wir hier das Drachenschild, das wir gleich mal ausrüsten sollten. Über das Ausrüstungsmenü in die linke Hand, in die Schildhand also. So, und jetzt können wir damit auch blocken. Das heißt, er schießt und wir kriegen zwar keinen Schaden, aber es zieht uns Ausdauer ab. Also immer wenn wir etwas blocken, verlieren wir Ausdauer. Nehmen unser Breitschwert auf, unsere Startwaffe, unsere richtige Startwaffe. Mit der können wir jetzt auch endlich mal Schaden machen. So, verfolgen wir hier den Bogenschützen. Und damit geht das schon mal viel besser als mit der Schwertklinge. So, hier ist eine Nebelwand. Die erste von vielen, die wir finden werden. Nebelwände trennen einfach die Gebiete voneinander ab. Also wir haben jetzt einen neuen Abschnitt des Asyls der Untoten betreten. Man sieht schon, da unten ist das Leuchtfeuer, wo wir zuerst gerastet haben. Und hier drin ist der Ritter, der uns am Anfang den Schlüssel hat zukommen lassen. Wir können uns hier natürlich noch ein bisschen umgucken. Da oben ist ein Gegenstand, an dem wir nicht rankommen. Das weiß ich leider schon alles. Und hier zum Ritter kommen wir auch nur nicht so wirklich durch, weil die Wand im Weg ist. Deswegen gehen wir erst einmal hier hoch und weichen der riesigen Stahlkugel aus, die uns den Weg frei macht. Ja. Und dann können wir mit unserem ersten NPC reden. Hallo. Oh, you. You're now hollow. Thank goodness. I'm done for, I'm afraid. I'll die soon. Then lose my sanity. I wish to ask something of you. You and I, we're both undead. Hear me out, will you? Ja, hat uns daraus geholfen, also können wir schlecht Nein sagen. Regrettably, I have failed in my mission. But perhaps you can keep the torch lit. There is an old saying in my family. Thou who art undead art chosen. And thine exodus from the undead asylum maketh pilgrimage to the land of ancient lords. When thou ringest the bell of awakening, the fate of the undead thou shalt know. Well, now you know. And I can die with hope in my heart. Oh, one more thing. Here, take this. An Estus Flask. An undead favorite. Ja, wir haben den Estus-Flakon bekommen. Ich habe ja gerade schon mal erwähnt, was ich vermute, was Estus ist. Und mit diesem Flakon können wir halt vom Leuchtfeuer die Wärme aufnehmen, also das Estus, und uns auch unabhängig vom Leuchtfeuer heilen. Zwar nicht voll, aber auf jeden Fall sind wir nicht mehr so leicht zu töten. Oh, and this. Schlüssel zum Asyl der Untoten. Ost. Ja. Now I must bid farewell. I would hate to harm you after death. So go now. Ja, gut. Nichts zu danken. Solange wir aus diesem Asyl hier rauskommen und nicht hier drin verrecken. Und jetzt stirbt er leider. Genau. Und wir sind auch noch so mies und ziehen die 100 Seelen ab, die er dabei hatte. So. Hier können wir das Tor öffnen und wieder zu dem ersten Leuchtfeuer zurückkehren. Und da nochmal uns kurz ausholen, dass wir immer hier unten an dem Leuchtfeuer starten und nicht den ganzen Weg an den Bogenschützen vorbeilaufen müssen. Weil jetzt müssen wir hier hoch, von wo die Kugel kam, die der hier uns runtergestoßen hat. Genau. Eine Sache noch zum Kampftechniken. Wenn ein Gegner gegen unser Schild schlägt, je nachdem mit welcher Wucht er schlägt, kann er zurückgestoßen werden. Und wenn wir ihn dann schlagen, nimmt er mehr Schaden. Das heißt, es ist manchmal gar nicht mal so schlecht, die Idee, sich vom Gegner erst gegen Schild hauen zu lassen und ihn dann zu erledigen. So, hier kommen noch ein paar Höhlen. So, die wir ausschalten. Und da hinten ist auch wieder ein Bogenschütze. Dann generieren wir erstmal kurz Ausdauer und dann geht es zu den Bogenschützen hin.
Und wir hören schon hinter der Nebelwand das Gegrummel von dem Dämon, der uns da begrüßen wollte. Okay, die Jungs hier sind etwas stärker. Man sieht auch schon, sie sind gepanzert. Deswegen hauen wir ihn einfach mal etwas vorsichtiger um. So, wir können auch jede Waffe zweihändig nehmen. Das werden wir bei dem Dämon nämlich machen müssen. Denn mit dem Schild kommen wir kaum gegen ihn und seine große Keule an. So, jetzt geht es ab zum Kampf gegen den Asyldämon. Und gleich gefehlt mit der Sprungattacke. Aua. Uahaha. Okay, mit der Sprungattacke habe ich gefehlt. Aber ich kriege ihn trotzdem, ohne zu sterben, kaputt. Ja. So. Genau, schlag einfach irgendwo in die Luft. Oder flieg hoch und klatsch auf deinen Hintern. Ich hau dich währenddessen mit dem Aua-Hintern. So, einmal Ausweichfalle und noch zweimal zuschlagen und er ist tot. Genau. Und vor ihm kriegen wir schon mal den Schlüssel des großen Pilgers. Damit können wir dieses Tor aufmachen. Und unsere erste Menschlichkeit. Und 2000 Seelen. Und wir hören noch was stampfen, nämlich direkt unter uns ist der andere Dicke, den ich euch am Anfang gezeigt habe, nachdem wir aus unserer Zelle raus sind. So, Tür öffne dich. Und wir haben den Pfad nach draußen gefunden. Ja, wir haben es geschafft, das untote Asyl zu verlassen. Jetzt können wir uns hier noch ein bisschen umschauen. Da drüben ist ein Krähennest, das ignorieren wir mal einfach. Denn hier gibt es etwas anderes Verstecktes. Um die Ecke. Genau. Eine Seele eines verlorenen Untoten. Das sind sogenannte Seelenbatterien. Ähnlich wie die Menschlichkeitsbatterien, die wir hier haben. Wenn wir diese Seelenbatterie benutzen, dann kriegen wir einfach noch mehr Seelen. Aber das will ich jetzt nicht machen. Denn diese Seelen können wir auch noch für was anderes nutzen. Also die ganz kleinen. Das ist so eine kleine, die ich jetzt da gerade gefunden habe. Wir gehen jetzt erst einmal hier an die Spitze und zur nächsten Zwischensequenz. Only in the ancient legends it is stated that one day an undead shall be chosen. To leave the undead asylum in pilgrimage to the land of the ancient lords. Lordran. So, die Rabenlines, wie ich es gerne nenne, hat uns jetzt zum neuen Gebiet gebracht. Nach Lordwyn, der alten Stadt der Lords. Also die vier Lords, die wir im Intro gesehen haben. Die sind hier beheimatet, oder waren es hier besser gesagt, bevor dieser Ort so zerfallen ist. Hier können wir jetzt als erstes mal am Leuchtfeuer rasten. Und man sieht schon, wir haben neue Möglichkeiten. Wir könnten die Aushöhlung umkehren. Dafür haben wir aber keine Menschlichkeit da oben. Wir könnten entfachen, das können wir aber nicht als Hülle, also in der ausgehöhlten Form.
Aber wir können aufsteigen. Beim Aufsteigen können wir einfach Seelen benutzen, um unsere Werte zu steigern. Das Wichtigste, was ich jetzt erstmal steigern werde, ist die Kondition, weil das unsere Belastung steigert. Sieht man da drüben ja die Trefferpunkte, die Ausdauer, die Belastung. Also in der Mitte vom Bildschirm. Und Kondition steigert Trefferpunkte und Belastung. Deswegen werde ich das bei erstmal die Kondition um 2 steigern und die Stärke noch um 1, dass wir besser zuschlagen. So. Haben wir unsere Seelen ausgegeben und können uns hier mal umsehen. Den NPC lassen wir mal da stehen, wo er ist. Sondern gehen mal hier zu dem Brunnen. Hier gibt es nämlich 3 Menschlichkeit für uns. Und den NPC hier. Hallo. Well, what do we have here? You must be a new arrival. Let me guess. Fate of the undead, right? Well, you're not the first. But there's no salvation here. You'd have done better to rot in the undead asylum. But too late now. Well, since you're here, let me help you out. There are, actually, 2 bells of awakening. One's up above in the undead church. The other is far, far below, in the ruins at the base of Blight Town. Ring them both, and something happened. Brilliant, right? Not much to go on. But I have a feeling that won't stop you. So, off you go. It is why you came, isn't it? To this accursed land of the undead? Ja, er hier ist ein deprimierter Typ, der leider hier an der Stadt zerbrochen ist, aber wohl noch nicht zur Hölle geworden ist. Und ich muss mal kurz was gucken. Ja, das steht hier wahrscheinlich nirgendwo geschrieben. Nö. Vergesst es. Reden wir mal weiter mit ihm, weil die meisten NPCs haben uns noch mehr zu sagen. Ah, your face. You're practically hollow. I don't know. Going hollow could solve quite a bit. Ja, jetzt macht uns über uns lustig, dass wir so eingefalten sind. Aber er hat uns noch mehr zu sagen. What? Restoring your humanity? Well, there are a few ways to go about it. Collect it bit by bit from corpses. Or you can butter up a cleric and get yourself summoned. And the quickest way, although I never do it, is to kill a healthy undead and pillage its humanity. Coveting thy neighbor is only human, after all. Ja, er hat uns gerade was Wichtiges gesagt, und zwar, wie wir Menschlichkeit bekommen. Der einfachste Weg ist es natürlich Menschlichkeitsitems, also diese hier, die man jetzt unten links sieht, wo auch meine Waffe und mein Schild ist, einzusammeln und zu benutzen. Der zweite Weg, der mehr oder weniger automatisch geht, ist es, Hüllen oder hüllenähnliche Gegner zu töten. Wenn man eine bestimmte Anzahl getötet hat, kriegt man einfach da oben links eine Menschlichkeit gutgeschrieben. Aber nur solange der Gebietsboss noch lebt. Die dritte Möglichkeit wäre, einen NPC zu töten und ihm seine Menschlichkeit abzunehmen. Aber das ist etwas, was wir als Ritter von Astora natürlich nicht tun werden. Gucken wir mal, was uns sonst noch zu sagen hat. What are you looking at? Don't try anything clever. You might regret it. Ja, er warnt uns davor, dass wir nicht gerade seine Menschlichkeit plündern sollen. What? You want to hear more? Oh, that's all we need. Another inquisitive soul. Well, listen carefully then. One of the bells is up above in the undead church, but the lift is broken. You'll have to climb the stairs up the ruins and access the undead burg through the waterway. The other bell is back down below the undead burg, within the plague-infested Blight Town. But I'd die again before I step foot in that cesspool. Ja, er hat es gerade uns nochmal über unseren ersten Auftrag erklärt. Und zwar zum einen sollen wir die beiden Glocken, also was heißt zum einen, wir sollten zum einen die Glocke
oben in der Kirche läuten. Die Kirche ist dort oben, zufälligerweise. Und wir sollen die Kirche unten in der Schandstadt läuten. Die ist da unten irgendwo, genau. Die pestverseuchte Schandstadt, in die wir aber als zweites erst gehen. Erst gucken wir, dass wir oben zur Kirche kommen. Aber erst hören wir uns ihm zu Ende. Bloody hell, what is it now? You ask too many questions. Okay, ich glaube, er hat uns nichts mehr zu sagen, oder? Hm? What now? I'm not up for chatting. Leave me alone.